Berg und natürlich aber Grüssing. Ja, Bergwechsel war und ist nicht unterwegs. Ich war unterwegs und ich komme gerade von meinem letzten Rohrs. Warum letzter Rohrs? Mein letzter Rohrs von meiner OP. Ja, ihr habt es richtig gehört. Ich habe eine OP von mir und das Video. Also zu diesem Zeitpunkt, was ist das Video, seht ihr, bin ich schon operiert und habe schon alles hinter mir, hoffentlich gut hinter mir. Und ja, worum geht's? Ich habe eine Fuß-OP, ich werde euch da ein bisschen was verlinken unten in der Infobox. Ich habe einen Schneiderballen und ja, zu den Schneiderballen verlinke ich euch, wie gesagt, unten was. Und ja, so schaut das aus jetzt. Und ich wäre frei an die, ja, gute 7 Wochen, nicht Berg gehen können oder sonstige Freizeitaktivitäten werde ich nicht spielen. Braucht es aber auch nicht traurig sein. Ich habe einige Videos, ich habe mindestens 9 Videos vorproduziert. Ich werde in meinem Krankenstand nach und nach schneiden und veröffentlichen. Es gibt nach wie vor alle Wochen ein Video, wie wenn es einfach nichts anderes gab. Ja. Also von daher, die Videos sind gesichert alle Wochen, die wöchentlichen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ich überstehe die Fuß-OP und da geht alles glimpflich dahin und über die Bühne. Es ist ja auch mein Wächerhaxen, der was meinen Kanal kennt und mich schon ein paar Jahre verfolgt. Der weiß, dass ich vor ca. 4-5 Jahren nicht so einen leichten, so einen schweren Arbeitsumfeld gehabt habe und da ziemlich viel durchgemacht habe. Und von dem her, ja, es ist der wehre Haxen, oder? Aber mit meiner frühen Verletzung nichts da, absolut nicht. Und ja, schauen wir mal, wie es tut. Was wollte ich sagen noch? Ja, gibt es eigentlich gar nicht mehr viel dazu zum Sagen. Ich muss jetzt dann 6 Wochen so einen Schuh tragen. Ich kriege unten in den kleinen Zehen einen Schrauben rein, der was das Ganze dann zusammenhalten tut und dann den Schuh dazu und dann muss ich 6-7 Wochen leicht so ausharren, bis dass das, die ganze Wunden und der Knochen wieder alles zusammengeheilt ist und ja, so schaut's aus. Also eigentlich im Prinzip alles halb so wild, es wäre halt nur ein bisschen eine mentale Sache, 6-7 Wochen nichts wirklich zum Tor, ja, Spaziergänge während wohl leicht da ein bisschen, aber auch nicht so wirklich Aufregendes. Also das wird richtig eine mentale Probe werden. Und ich bin ja eh schon ein bisschen geübt, wie gesagt, von meinem Arbeitsumfeld. Da bin ich ja circa monatelang ausgefallen und ja, circa 1,5 Jahre keinen Berg machen können. Da blende ich vielleicht das Video dazu ein, wo ich nach, ich glaube, 1,5 Jahre circa endlich wieder mal selbstständig und eigenständig auf dem Gipfel drum war. Und ja, somit war es das jetzt einmal für mich. Aber wie gesagt, Frank geht es ja wohl wöchentlich weiter mit den Videos. Und ja, ich werde zwischendurch mal was von mir hören lassen, wie es so tut. Und wünsche euch da in den nächsten Wochen viel Spaß mit den Videos. Es ist ja einiges dabei. Ich habe Bergtouren gemacht, ich habe ein Klamm bin ich durchwandert, oder 2 Klammen sogar, eine Burgruine wird es geben, also es ist für Abwechslung gesorgt. Also in diesem Sinne, drückt's mal die Daumen, wünscht's mir Glück für die OP, dass das alles gut geht, und ja, wir sehen uns halt dann zwischen 3 bzw. schon kommenden Freitag bei einem nächsten Bergvideo. Also bis dahin, macht es gut, bleibt gesund, für dein Juhu!